Ja, liebe Zuschauer, ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen MV-Reporter. Und das Thema bei uns ist Impfen im Land bzw. Impfen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Und hier neben mir ist Herr Markus Zimmermann, Fachdienstleiter Ordnung vom Landkreis. Und Herr Zimmermann, erste Frage vorweg. Sie sind eigentlich der Leiter des Ordnungsamtes hier im Landkreis. Wie wird man der Chef des Impfens? Ja, so wie sich die Aufgaben für die Pandemiebekämpfung seit dem letzten Jahr im März natürlich verändert haben für die gesamte Kreisverwaltung, war es auch für uns eine logische Konsequenz, als wir dann nachher im Mitte November die Impfkampagne gestartet haben und die Vorbereitungen dafür liefen, dass mit der Verwaltungsleitung in unserem Hause darüber gesprochen wurde, wie sortieren wir das Impfen bei uns, wer wird es organisatorisch umsetzen. Da die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt natürlich schon ungemein viele Aufgaben hatten durch die Pandemie-Nachverfolgung, war dann es nur konsequent zu sagen, wir sortieren das bei uns in meinem Fachdienst Ordnung ein. Insgesamt 6 Impfzentren gibt es im Landkreis Vorpommern-Rügen. Die Logistik dieser wird vom Stralsunder Impfzentrum organisiert. Die Außenstellen befinden sich in Bergen auf Rügen, in Bad, Bad Sülze, Ribnitz-Damgarten und in Grimm. Außerdem stehen 4 mobile Teams zur Unterstützung bereit. Aktuell, wie sieht denn die Impfbereitschaft der Leute hier im Landkreis aus? Wie ist es denn? Wie ist die Auslastung? Auch bei uns im Landkreis Vorpommern-Rügen ist es ähnlich wie in anderen Landkreisen und kreisfreien Städten auch, dass die Impfbereitschaft ein bisschen nachgelassen hat. Wir könnten mehr. Wir sind also laufen absolut nicht in Volllast, das ist so. Aber das, was andere so auch uns mitteilen können, dass eine hohe sagen wir mal Abbrecherquote ist, die dann sagen, sie nehmen ihren Impftermin gar nicht wahr und sagen nicht ab, das ist bei uns Gott sei Dank noch nicht so. Warum genau die Impfbereitschaft der Bewohner des Kreises deutlich zurückgegangen ist, kann Herr Zimmermann nur vage vermuten. Wir vermuten, dass es vielleicht daran liegt, dass einfach die Urlaubszeit jetzt dem ein bisschen entgegenspielt, dass die Leute einfach, weil die Ferien bei uns schon relativ früh begonnen hatten, nicht hingehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass durch sehr viele Lockerungen vielleicht der Anreiz möglicherweise nicht mehr ausreichend ist. Man sagt, naja, ich brauche es ja nicht, weil wir haben ja eine ganz, ganz geringe oder sogar null Inzidenz bei uns momentan im Landkreis. Was wir aber definitiv auch sagen, das ist eine falsch geglaubte Sicherheit. Aber warum sollte ich mich denn impfen lassen? Weil letztendlich, das wird man jetzt, wenn jetzt ein Mediziner hier stehen würde, das natürlich noch deutlich besser erklären können. Aber letztendlich ist es bei einer Pandemiebekämpfung wichtig, dass man eine relativ hohe Durchimpfung erreicht, um eine Herdenimmunität auch hinzubekommen. Und die fängt bei 60% mindestens an. Also das sollte schon die Zielstellung sein, dass mindestens 60%, besser 70-80% auch der Bevölkerung dann erreicht werden. Ob die Impfbereitschaft in den kommenden Monaten wieder steigen wird, bleibt abzuwarten. Fleißig Werbung macht das Impfteam allemal. Wir haben in der vergangenen Woche die Industrie- und Handelskammer und die Handwerkskammer noch mal direkt angesprochen, haben aufgerufen in den sozialen Medien und auch in den Pressemedien, um einfach zu sagen, es ist keine Priorität mehr festgelegt, jeder kann sich impfen lassen, kommt zu uns. Wir haben in dieser Woche, das war ja auch eine neue Kampagne, die ja landesweit gestartet war, die Berufsschulen angesprochen, dass wir dort auch die jungen Menschen impfen können. Wir wollen einfach noch mehr die Leute aufklären und sagen, kommt impfen. Auch an der Hochschule Stralsund wurde vor kurzem eine Impfaktion gestartet. Herr Zimmermann und sein Team sind jederzeit bereit, diese bei Bedarf zu wiederholen. Wenn Sie also noch nicht gegen Covid-19 geimpft sind, trauen Sie sich. In den Impfzentren des Landkreises Vorpommern-Rügen haben Sie die Gelegenheit dazu. Die Beitragsreihe MV-Reporter wird unterstützt aus dem Schutzfonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern.